Zap, 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 liebe Freunde, was geht ab, what's poppin'? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und zwar bin ich letztens mit Tommy nach Hannover gefahren und wir hatten hinten dran die Bikes. Schön auf dem Hänger, 230 Kilo 636 und 160 Kilo Duke. Kann man sich schon vorstellen, dass das einiges an Gewicht ist. Auf jeden Fall sind wir damit nach Hannover gefahren. ML hat halt schon vorher immer ein bisschen gewackelt von den Reifen her, hat sich dann ja ein bisschen verschlimmert, würde ich mal sagen. Haben ihn dann in Hannover auseinandergenommen, mal geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Ich hatte erst die Bremsen im Verdacht, war es nicht. Jetzt schlussendlich denke ich mal, dass es an einer harten Bodenwelle lag und es mir irgendwie den Reifen zerschossen hat. Luft hält er noch, ich schaue mir das Ganze mal an und let's go, würde ich sagen. Da wird die Bude natürlich hier gereinigt. Anders kann man da ja nicht dran schrauben. Immer Felgen als letztes machen, sonst ballert man sich nämlich die ganzen... Ja gut, ich mache den ganzen Schlauch mit, sonst ballert man sich nämlich übelst die Bremsen kaputt. Habe ich nämlich auch alles schon hinter mir. Der ganze Vogelscheiße hier auf dem Dach Zugkabel leert. Während meiner Abi-Zeit habe ich halt in einer Waschanlage gearbeitet. Für damals wirklich 5 Euro, Leute. 5 Euro Stundenlohn. Auch nochmal auf den Verbrauch eingehen. Da mich immer mehr Leute angeschrieben haben und gefragt haben, was die Bude denn überhaupt verbraucht. Also das ist mein Durchschnittsverbrauch. Bin ich sehr zufrieden. 265er Reifen auf 22 Zoll, das geht auf jeden Fall mehr als fit. Puh. Gut Leute, dann mal let's go! So, das hier ist jetzt vorne links. Hier sieht man wunderbar, wie er sich in der Innenseite übelst abfährt. An der Außenseite einfach gar nichts. Guck mal, ich habe sogar einen Pissstreifen hier. Ja gut. Auf der rechten Seite der Fall gewesen zu sein. Auf der linken sieht soweit alles gut aus. Naja, was heißt gut? Auch hier natürlich massiv abgefahren. Übelster Sägezahn am Reifen. Sieht man bestimmt. Ja, ist halt ein bisschen schade um die Reifen, weil die haben eigentlich noch echt gut Profil. Aber nach anderthalb Jahren kann man die Schlappen schon mal wechseln. Und zwar habe ich mir den Wagen nicht nur zum Rumprollern gekauft, sondern auch, weil er ein perfekter Transporterersatz ist, indem man einfach die gesamte Rückbank umklappt. Andere Seite natürlich auch. Easy going. Dann hat man hier halt einfach mal komplette 2 Meter Bettfläche. Ohne den ganzen üblich herumfliegenden Müll sieht das Ganze dann so aus. Einfach ein Traum. Genau. Angekommen bei Eiko Performance. Er wird mir die Reifen leider nicht aufzählen. Das kann ich noch nicht. Da haben wir aber was anderes schon im Video gesehen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz mal klären. Ach, du hast es selber noch gar nicht gesehen, ne? Ich hab's gar nicht gesehen, ne. Ja, ist krass. Wie sowas zustande kommt. Ich hab mal so ein Instagram-Bild, was ziemlich viral gegangen ist. Da ist das auch so rausgekommen. Das kommt hauptsächlich daher, weil... Also ein Reifen ist ja grundsätzlich so aufgebaut, man hat außen das Gummi, aber es war es noch nicht. Innen drin sind noch so Metalldrähte. Ja. So, und diese Metalldrähte, wenn man natürlich die ganze Zeit so fährt, quasi Stance so, hat. So ist, mach mal den realen Stance. Also so. Ja, ist schon. Ja, oh, warte, mach noch mal kurz. Man sieht es perfekt, ja. Ja, geil. Ach so, da, ne? Ja. Naja, diese Kante wird auf jeden Fall extrem belastet, thermisch sowie auch punktuell. Und wenn man natürlich lange irgendwelche Highspeed-Strecken fährt, dann schwächt es das Material. Und wenn man dann vielleicht noch über eine Fahrbahnschwelle fährt, kann dieser Draht halt reißen. Und bei dem Luftdruck, was wir hier fahren, was fahren wir, 3 Bar oder so, dann kann natürlich das Gummi das nicht mehr halten und gibt dann so nach und bildet so einen Ballon. Ich finde es halt krass, weil anderthalb Jahre bin ich die Reifen jetzt gefahren. Du siehst es ja auch schon hier. Warte, irgendwo hatte ich richtig krass so... Also Risse richtig gesehen, ja, im Profil. Schon, wie es abgefahren ist. Guck mal das Profil jetzt. Guck mal, hier außen ist das und hier ist das innen. So ist halt extrem abgefahren. Aber ich hatte allgemein schon so Risse wahrgenommen. Wie verhindert man das jetzt am besten? Also
ne? Also, also ein bisschen liegt es wahrscheinlich auch am Reifen. Es war einfach eine doofe Wahl irgendwie, ne? Die waren ja auch irgendwie extrem laut. Kein Shoutout auf jeden Fall für laut. Nee. Laut, Lautstärke Nankang, absolut scheiße. Eiko hat mir jetzt die City Racing empfohlen. Aber ja, ist halt die Frage, so machen die das jetzt mit? Oder haben die jetzt auch wieder anderthalb Jahre und dann... Meine machen es ja auch mit, ich fahre auf derselben Tiefe. Ja, das stimmt. So. Deine habe ich mir auch angeguckt, das sind glaube ich die Achilles Desert. Ja, ja, ja. Auch extrem laut? Die haben ja schon relativ viel Profil. Laut? Ja? Nee. Nee? Gar nicht. Hm, vielleicht hätte ich mir lieber die als die City Racing holen sollen. Das ist ja auch ein komisches Profil hier, so Offroad-mäßig. Ja, nicht, das der, ja, der wird als halb Offroad Reifen. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall werde ich morgen mir die Reifen mal aufziehen lassen beim lieben Kirill. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange das durchhält hier mit den City Racern. Und zwar haben wir hier an Alkos die Achilles am Start. Ebenfalls stanced. Aber es scheint noch zu laufen. Aufmachen wäre sehr nice. Wie lange fährst du die Achilles jetzt schon? Die Achilles, die waren schon auf den Felgen drauf. Ja, und wie lange fährst du die Felgen? 15.000 so. Ja, nice. Also, läuft bis jetzt. Dann hast du ja nur noch 30.000 vor dir. Ich höre nichts, von daher. Ja, solange man nichts hört, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass alles am Start bleibt, ist. Auf jeden Fall sehr schön hier, heller Innenraum. So, ich habe gerade die Reifen von Kirill wieder abgeholt. Der hat mir die aufgezogen. Und was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass sie nicht so viel Stretch haben. Also die Flanke sitzt ein bisschen weiter innen als meine alten Reifen. Das tut der Optik ein bisschen meiner Meinung nach Abbruch. Aber ansonsten sieht das erstmal sehr gut aus. Ich ziehe die jetzt auf und dann gucken wir mal morgen, wie sie sich fahren. Nachdem die Reifen jetzt endlich mal auf die Felgen gezogen sind und auch wieder auf dem ML, hier mal das Fazit nach den ersten 100 Kilometer City Racing. Ist auf jeden Fall übelst am Step, also Geräuschkulisse ist nicht zu laut, finde ich. Bremsverhalten gut, Nassverhalten konnte ich jetzt noch nicht testen. Optik feiere ich auf jeden Fall, weil die Felge ein bisschen weiter rausguckt. Stretch ist nicht so am Start. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier diesen wunderschönen Bindfaden habe, das ist, um die Spur zu korrigieren bzw. zu überprüfen. Muss man komplett auf Achshöhe einmal ums Fahrzeug spannen und dann gucken, ob das überall berührt. Das ist hier auf jeden Fall der Fall und hier ebenfalls sehr gut. Top Sache, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Gucken des Videos und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Mercedes-Videos allgemein findet. Turn up! Camilo.